Hallo und herzlich willkommen bei Kingdom Come Deliverance. Beim letzten Mal haben wir uns hier mit dem Bogen versucht. Was ich gerne nochmal machen würde, aber ich weiß nicht wie. Weil ich keinen Bogen habe. Müsste mir einen Bogen kaufen. Aber woher? Alles die Frage der Fragen. Wir haben viele Fragen. Leider. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was machen wir jetzt denn als nächstes. Was haben wir denn hier für Quests? Wir haben der Schatz. Okay, dann müssen wir nach Scarlet. Hier müssen wir nach Uschitzer. Nach Uschitz. Und er war Dieb. In Kölnitz. Als erstes braucht man ein Pferd. Wie kommt man hier an ein Pferd? Ist die Frage. Was können wir denn noch machen? Lass mal gucken hier. Hinweisgeber, Quest-Hinweisgeber. Was heißt das? Gibt ihr mir einen Hinweis zum Quest oder gibt mir eine neue Quest? Wir wackeln mal dahin in der Schenke. Gib uns mal einen Hinweis. Ah, ich sehe schon, der wird da angegeben auf der Map. Dann gucken wir mal. Alala. Sehr schön, ne? Aha, hier geht's ab in die Schenke. Wer ist der Hinweisgeber? Bist du der Hinweisgeber? Das sieht so aus. Milan, mein Freund. Gott sei mit dir. Ja. Warum ist der Hinweisgeber? Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Ah, hast du recht, hat er recht. Wie komisch. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit dem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen pfählen und Weiber schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. Jawohl. Wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Überhaupt nicht. Tja, sie haben es schwer, keine Frage. Aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lang hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Ja, das sind Fragen, ob ich komisch aussehe. Da hat wohl doch einer auf den Örtchen gesessen, während wir Bogen geschossen haben. Und das ist der Hinweisgeber. Ich kämpfe um Geld, ich kämpfe mit dem noch nicht um Geld. Pass auf, wo du hingehst. Schon da. Du hast gar nichts gemacht, alte Ziege. Die sind alle sehr unfreundlich. Old Might. Würden sie mir ihren Hintern beiseite schieben? Das ist der aber, oder? Bring mir was zu essen, das schnell geht. Tatsächlich. Hier drüben, ein Bier bitte. Das ist aber nicht gut. Sollen wir mal eine Runde zocken? Hätte ich ja Lust zu. Darf ich hier denn rumrennen? Ist ja mal ein Wunder. Hier wird hier was zu schnabulieren. Schnabulieren ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Ich muss einen Topf essen. Nam nam. Das kann man immer. Das macht den Leuten nichts aus. Am zwar kommen wir zu fressen, aber egal, jeder kann sich eine Pötte bedienen. Sattheit, aha, ist auf 90. Das verstehe ich auch noch nicht. Ja, ich habe hier so immer noch viele Fragen. Ja, wie komme ich zum Beispiel an ein Pferd? Wichtigste überhaupt, damit wir mal hier vorwärts durch die Gegend kommen. Ja, ist eine große Frage. Hat sich bis jetzt noch nicht gestellt. Also bis jetzt noch keine Antwort drauf gefunden. Einzig hier hinten waren wir noch nicht. Das könnte auch so ein Reiterhof sein. Dann werden wir jetzt mal hinlatschen und uns das angucken. Aber erst mal eine Runde zocken. Machen wir auch. Komm, ein bisschen Risiko. Weh, du hast gezinkte Würfel. Na gut. Ich spiele Würfel.
Eine Runde würfeln. Heute ist mein Glückstag. Deiner auch? Würfeln. Was, nicht so viel. Ganz wenig. Hier. 3,2. Ah, geht tatsächlich. Dann gucken wir immer gegen die Wand. Komm mal her. Oh, toll. Wie war das nochmal? Würfel beiseite legen. Punkten und fortfahren. Das war gar nichts. Und? Das ist auch alles Mist. Natürlich, ich bin schon auf dem Weg. Wir machen noch einen machen wir noch. Komm, eine Eins machen wir noch. Komm, Kollege. Satz mit X. Super. Haben super angefangen. Wir hatten nur eine Eins. Eins war schon besser wie fast alles, was wir hatten. Komm, Würfel nochmal. Mistsack. Passt auch noch auf. Das ist eine kleine Straße. Gezählt hat bei euch nicht, ihr Vögel. Nehmt nur den. Werfen was dabei. Jawohl, das sieht besser aus. Guck mal. Zack, zack. 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 Ja, sofort. Nee, punkten. Der hat den Nachwurf, ne? Wir haben angefangen. Dann ist da das Problem. Oh, da hat er noch zwei Einser geworfen. Jetzt hat er schon wieder über. Kannst nicht erzwingen. Er hört auf, okay. Nee, wir holen nur die Eins. Die nehmen wir. Beiseite legen, fortfahren. Man kann es nicht erzwingen, da hast du recht. Leider. Zack, zack. Zack. Punkten. Nützt alle nix. 200 Punkte ist nicht viel, aber die musst du erstmal machen. Die hat er schon im Hieb. Er tut nur eine Eins raus. Boah. Übel. Kannst nicht erzwingen. Jetzt verlieren wir. Wir verlieren. Zack, zack. Zack, das sind halt jetzt 400 Punkte. Dann bin ich gerade mit ihm pari. Man kann es nicht erzwingen. Aber jetzt wird's was. Jawohl, und versaut. Versaut, Kollege, versaut. Verdammt! Mal sehen. Jawohl, mach noch einen. Und? Nix ist. Scheiße. Das war's für mich. Ja, okay, jetzt müssen wir auch zocken. Nützt alle nix. Sag mal her, was haben wir denn? Wir haben hier 3 Fünfer. Was zählen die? 500. Reicht nicht. Wir müssen jetzt drüber kommen. Wir haben 750. Wir müssen fortfahren. Fortfahren. Sonst fahren wir sowieso gegen die Wand. Kein Glück gehabt. Geld verzockt. Ende. Das war nicht gut. Hätte ich mal den Mist nicht gemacht. Das war's. Das war's tatsächlich. Sag mal her. Reicht mal sehen. Nicht. Komm, verzock mal. Würfel weiter. Sehen. Jawohl. Und jetzt daneben nichts, nichts, nichts. Shitte. Er hat bin gewonnen. Fertig. Super. Gut, dass ich das Geld verschenkt habe. Mist. Aber man muss auch zocken, kriegt man Zocker-Skills. Okay. Wir latschen jetzt noch da hoch. Auf jeden Fall. Müssen angucken. Und wir rennen natürlich. Oh, es wird langsam dunkel. Doch was bleibt mir eben? Bleibt dir nicht viel, als zu betteln. Hallo Hund? Du. Da? Ist das da? Oder? Nee, aber wir latschen trotzdem da vorbei. Auf jeden Fall.
der Übungsplatz? Nee. Ja. Renne quer über das Feld. Hep. Abkürzung. Da, der hat auch genug, kann's nicht mehr trainieren. Er hätte die Zockerei sein lassen sollen und dann nochmal versuchen zu trainieren. Verdammt. Ah. Ja. Ich will euch nix. Ich hab grad gegessen. In diesem Hof. Oh, hier ist eine Kneipe. Tränke zum zerbrochenen Rad. Hier ist doch das Objekt meiner Begierde. Elend ist nicht gut. Ich werde ansehen. Ach, da kann man doch noch Kapazität und so weiter. Mut. Mein Pferd. Ja, ich habe kein Pferd. Lol. Das spielt auch noch eine Rolle. Können wir das hier irgendwie wem abzocken? Beim Würfeln. Darf ich hier rein? Nö. Ich höre hier doch alles voller Leute. Lass mich mitmachen bei der Party. Oh, Unterkunft. Schankmaid. Lasst uns handeln. Jawohl, lasst uns handeln. Habe ich jetzt noch die ganzen... Moment, Moment. Verkaufen. Was hat die denn hier? Wir gucken erstmal nach, was die hat. Hasenfleisch haufenweise zu futtern. Futtern ohne Ende. Okay. Verkaufen. Rüstung. Ich habe nichts zu verkaufen dabei. Habe ich das alles rausgelegt? Das kann nicht wahr sein. Da, was? Bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Ich habe darauf meine. Nein, ich habe keinerlei Klamotten dabei. Aber jetzt wissen wir hier, wo wir was verkaufen können. Bei der Schankmaid. Das müsste doch. Das müsste man unten auch machen können. Was ist denn hier? Hier ist ein Stern. Heißt das? Questgeber, Hinweis. Wo denn? Was hier? Ach, hier kann man wieder klauen. Nein, nein, ich will raus. Entschuldigung. Geh mal aus dem Weg, du Affe. Hau ab, bevor ich dich rauswerfen lasse. Ja, ich würde ja gerne. Alles Bürger? Woher weiß ich, wem ein Pferd gehört? Ja, da sieht aus wie der Questgeber. Pass mal auf, wie ich bewege. Tatsache. Reden wir mal mit dem Wirt. Hallo, Herr Wirt. Glück und Gesundheit. Ja, auch. Braucht hier jemand irgendetwas Hilfe? Weil irgendetwas Hilfe, Chat. Lasst uns handeln. Den kann ich auch handeln. Noch ein Quest, komm. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte es was für dich geben. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Der Berthold. Okay, prima. Dankeschön. Wo ist der Berthold? Komm her, Quest. Haben keine Quest. Es war nur ein Hinweis. Berthold. Sühnekreuz. Wozu braucht man das? Das Sühnekreuz? Das ist auch eine gute Frage. Hat da jemand eine Antwort drauf? Kann man da Ablass zahlen und dann werden einem die Sünden verziehen? Wo ist denn der Jägersmann?
Er kann hier irgendwo... Wo finde ich denn den Berthold? Heute ist der Tag der Fragezeichen. Leute, ich kriege hier kaum was gebacken. Ich weiß nicht. Gießplatz. Der Jägersmann. Ah, da hat er einen Kreuz drin gemacht. Jetzt. Hier können wir da noch hingehen oder ist schon zu spät? Wird ja düster. Komm, wir müssen uns beeilen. Was da? Die Frage ist immer noch nicht geklärt, wie ich ein Pferd komme. Das ist ein bisschen blöd. Kann ja sein, dass man mit der Zeit dann, wenn man hier den Quest nachgeht, automatisch eins kriegt. Irgendwann. Natürlich die Frage. Ja, Leute, da uns ja klar geworden ist, dass wir mehr schaffen, hier komplett durchzuziehen mit einer halben Stundenfolgen pro Tag, wollen wir ja streamen. Ich werde jetzt am Wochenende den Stream einlegen und wann weiß ich noch nicht genau. Also hier wird auf jeden Fall ein Hinweis geben unter dem letzten Video oder auch als YouTube-Hinweis Stream. Wenn verpasst, ist nicht so schlimm. Übertrag den auf YouTube, ja. Dann kommt der. Wann der genau ist, kann ich leider noch nicht sagen. Bin ich jetzt zu weit gelatscht? Nö. Noch lange nicht. Weiter. Es wird dunkel. Wir machen alle Feierabend hier. Nee. Hier ein schönes Stück. Auf zu Füße. Die Nacht fängt schon an. Da ist der Jäger. Ritra, ein Jäger. Er pennt schon. Hallo? Bürgerin. Ich will zum Jäger. Ich tu mich mal waschen hier. Sieht aus wie die Sau. Sehe ich jetzt wieder besser aus? Was ist los? Wo ist dein Chef? Ist der schon pennen? Guck mal durchs Fenster. Hier kann man auch noch aus dem Topf essen. Komm schon. Hier komm schon. Ich bin doch da. Erreicht haben wir heute gar nichts. Ich bin doch schon längst weg. Verkehr. Okay, ne, wir nützen ja nichts. Wir müssen zur Mühle, müssen Eier machen. Eier ist angesagt. Eier Papaya. Zack. Schnellreise. Komm, marschier mal. Oh ja, wird auch schon. Mein Gott, ich komme schon mitten in der Nacht an da. Naja, ist 10 Uhr. Geht noch. Ah, sieht das denn toll aus? Ist wirklich so toll und atmosphärisch gemacht. Klasse. Der Müller rackert immer noch, der Müller. Mein Freund. Wie geht es dir, Heinrich? Mir geht's gut. Und du, Acker, Acker, immer wacker. Hör mal, hast du schon mal auf die Uhr geguckt? Weißt du nicht, wir langsam mal Feierabend machen? Lesam, öffne dich. Was tust du da? Ich möchte mich hinlegen, Chefin. Ja, danke, sehr freundlich. Hatte mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Lass mich durch. Ja, mach Idiot. So, jetzt müssen wir mal gucken. Pass auf. Ich habe vor Folgendes. Wir werden jetzt Klamotten aus der Kiste. Werden wir da einlagern und dann werden wir die morgen verkaufen. Tunika. Beine, Hut, der ganze Schiss. Alles weg. So, ein Knüppel kommt auch weg. Brauchen wir alles nicht. So, das wird alles mitgeschleppt. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Platz gemacht. Das machen wir nämlich am anderen Tag, wenn wir loslatschen. Ganze Kladderadatsch. So, was habe ich denn noch da? Pferdeleder, ne, das möchte ich, das möchte ich alles behalten. Wie viel kann man in so eine Kiste stecken? Hat die unendlich viel Platz? In der Theorie ja nicht, aber was ist denn D? Sub.
Ach, da. So, dann springt er da durch. Ne, 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 behalten wir. Alles prima. Okay. Okay, dann ist unsere nächste Aufgabe erstmal pennen gehen. Halt. Essen. Sattheit. Was haben wir denn noch da? Schönes. Nahrung. Getrocknete Pilze, Meerrettich, frische. Oh. Oh, das läuft alle ab. Essen. Zack. Was halt wie? Ich hab dem Meerrettich jetzt nichts passiert. 102. Nicht mehr essen, nicht mehr essen, sonst bin ich wieder vollgefressen wie ein Schwein. Hab ich schon ein Schweinesymbol. Ja, das ist bester. Bestens. Und was ist das? Ich hab wieder so ein Vergiftungsdingsbums. Den Meerrettich, da stand haltbar 4 Tage. Muss man den kochen oder was? Aber auch ein bisschen kleinlich. Tatsächlich, ich bin vergiftet. Magenverstimmung oder was? Nützt nix, müssen wir drüber schlafen. So, jetzt wird gepennt. 3 Uhr morgens. Um 3 Uhr morgens bin ich voll an Energie. Da kann ich ja schon mal loslatschen. Da vergeht ja auch Zeit. Ansonsten müssen wir halt warten. Machen wir. Jetzt wird gepennt. Hat einen inneren Wecker. Innere Uhr. Mal gucken, ob wir unsanft geweckt werden durch den verdorbenen Magen. Nein. So. Wie gespeichert. 3 Uhr morgens ist immer die Zeit, wo ich aufstehe. Jawohl. Eine Runde waschen. Ich kann nicht. Wieso pennst du denn hier? Ah. Mach so einen Krach. Willst du mit dem reden? Hey Müller! Nein! Geh weg! Lass mich schlafen. Nein, geh weg, lass mich schlafen. Jetzt schnarcht er wenigstens nicht mehr, Herr Kollege. Wieso haben die denn die Betten getauscht? Nicht die oben? Los knacken. Ich werde nicht den Müller beklauen. Nein. Machen wir nicht. Aus Prinzip nicht. Der Müller ist netter. Der zeigt mir alles. Den werden wir nicht beklauen. Nein. Auch nicht im Spiel. Irgendwo muss man ja Grenzen setzen. So. Mach mal auf. Aber jetzt pennt auch noch alles. Kann ich hier irgendwo automatisch hinlatschen? Ja, hierhin kann ich automatisch hinlatschen. Dann machen wir das. Schnellreise. Wie lange brauche ich denn von der Mühle? Guck mal, guck mal. Ist immer noch ziemlich in der Nacht. Am besten, man frisst immer aus dem Pott. Die Klamotten, die man findet, sind immer für die Füße. Und Schlafenden sollten wir stehlen üben. Was haben die gesagt? Wo kann ich nochmal bücken? War nicht so ein Krach. Ich will mich von hinten anschleichen. Sollen wir das jetzt mal üben? Wir üben das jetzt mal. Wenn der wach wird, haben wir ein Problem, ne? Wer ist denn Stefan? Stefan, wir versuchen dich jetzt zu beklauen. Oh je. Ob das gut ist?
Kommt einer? Glaubt das, wir brauchen das, oder nicht? Umhauen? Nee. Gegenstand kochen. Feuer entfachen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich würde gerne ein bisschen üben. Na, ich traue mich nicht. Oh je. Wir pennen hier alle. Wer bist du denn? Umhauen. Warum soll ich einen umhauen? Kann ich danach üben? Ich habe heute nur wieder Mist im Kopf. Sorry, Leute. Ich will zum Jäger. Der Jägersmann ist da hinten. Wir müssen rein in die Bude und dann gucken, was der will. Der rausrückt. Es wird langsam hell, Gott sei Dank. Wir haben strikte Regel. Wird bis 11 Uhr gerackert. Das ist ein Pferd. Sieht gut aus. Das sieht doch mal aus wie mein Pferd, oder? Hey, bist du mein Pferd? Leider nein. Kann ich nicht klauen. Verdammt. Wenn ich wüsste, wann die Geschäfte aufmachen. Ich bin neu im Mittelalter. Die machen auf, wenn sie Bock haben, ne? So ist das mit den Öffnungszeiten im Mittelalter. Ich meine, die scheißen aus dem Fenster. Was will man da erwarten? Ich vorstelle, wo ich hier rumlatsche. Ich muss alles voller leckeren Sachen sein. Wenn die hohen Herrschaften schon aus dem Fenster kacken quasi. Herr Jägersmann, ich bin da. Wo sind Sie? Da bettelt schon einer. Du bist aber früh auf hier. Antonia. Komm, ich quatsche mal. Überhaupt dir das Leben in Ratheim. Redekunst. Ach. Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Also du musst tatsächlich alles machen mit jedem Quatsch und sonstiges, weißt damit du, was das wirklich geschehen besser ist? Wird. Was weiß ich? Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen's ausbaden, wie immer. Die waren wohl hinter den Silberminen her, was? Jawohl. Gespräch beenden. Dankeschön. Stehlen. Ja, die ist... Pass etwas besser auf. Ich wollte mich nur von hinten anschleichen. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht anmachen. Angraben, anbaggern, antatschen. Kollege? Wächter Stehlen? Nee, bist du verrückt. Bist du der Jäger? Ich will hier nur warten auf den Herrn Jäger. Was sagt denn die Uhr? Wann steht der denn auf? Alles Fragen. Wir haben schon 5:30. Hier mal ein bisschen Radau machen. Wo pennt der denn? Losklacken leicht. Das können wir machen, das machen wir. Die Wache ist gerade weg. Hier. Verdammt. Rückt. Ich will nur üben. Gepennke. Losknacken, schwer. Öffnen.
gucken. Da pennt der. Nee, nee, raus hier. Wir machen alles wieder. Nee, ist keiner da. Komm ich hier runter? Verdorre ich. Nicht auffällig werden, nicht auffällig werden. Runter, runter. Okay, Leute. Ja, das war ja mal eine Runde. Die war ja nicht so hochinteressant. Aber was haben wir gelernt? Wir müssen lernen, lernen, lernen. Wir müssen alles lernen. Wir müssen selbst labern lernen. Wir müssen alles und jeden reden. Wo bekomme ich ein Pferd her? Ja, wann stehen die Leute hier auf? Ach, ich habe tausende von Fragen. Ja, und ihr habt bestimmt die Frage, wann kommt der Stream? Die kann ich euch nicht beantworten im Moment. Ich schreibe es hier unter die Folge und werde es bei YouTube aushängen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. In diesem Sinne, habe die Erde. Macht's gut.